Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Unser Thema ist Ältestendienst, Verantwortung in der Gemeinde. Wie rüstet Gott uns zu und welche Voraussetzungen verbindet er damit? Gestern haben wir abends noch über ansatzweise Familie nachgedacht, über Jakob. Vielleicht ein Vorbild, wie wir unser Familienleben gestalten sollten, welche Punkte wichtig sind, wie Gott uns als Haupt der Familie auch geistlich zurüstet. Ich möchte heute mit euch Richter 13 lesen und gerne etwas über eine Ehe sagen, die uns Gott in der Bibel zeigt. Und dieses Kapitel macht mir schon seit längerer Zeit große Freude. Und ich möchte euch gerne anhand dieses Kapitels zeigen, wie Gott dynamisch ist und wie er ein Ehepaar verändert. Und wenn wir über diese Testwiese nachdenken, dass Gott sagt, wenn wir in seinem Reich arbeiten wollen, sollen wir uns zuerst in unserem Haus bewährt haben, dann bedeutet das unsere Familie, aber es bedeutet auch unsere Ehe. Und mir war das immer sehr wichtig, als ich noch jünger war, dass ich mich immer interessiert habe, wenn alte Brüder mit einem weißen Bart kamen und die haben irgendwelche frommen Vorträge gehalten, dass ich immer dachte, wie mag wohl dessen Ehe aussehen? Also wie sieht seine Frau aus? Wie gehen die miteinander um? Und früher war das so üblich, da sind die Männer wie Heilige durch die Welt gechattet und taten so, als hätten sie keine Frauen. Und heute ist es irgendwie anders. Ab und zu nimmt man seine Frau mal mit. Also ich leider nicht heute, aber schon mal. Und das entwickelt sich für mich immer mehr zur Kernfrage. Was sind wir eigentlich für Menschen? Was sind wir für Menschen, wenn wir zu Hause sind? So Dienstagmorgens, so ganz normal beim Frühstück. Was haben wir für eine Beziehung zu unserer Frau? Und um das ein bisschen zu vertiefen und uns vielleicht auch ein bisschen sensibel zu machen dafür möchte ich gerne diese Predigt halten. Richter 13. Und die Kinder Israel taten wiederum, was böse war in den Augen des Herrn, und der Herr gab sie in die Hand der Philister 40 Jahre. Und es war ein Mann aus Zorha vom Geschlecht der Daniter. Sein Name war Manoah. Und seine Frau war unfruchtbar und gebar nicht. Und der Engel des Herrn erschien der Frau und sprach zu ihr: Siehe doch, du bist unfruchtbar und gebierst nicht. Aber du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und nun hüte dich doch und trinke weder Wein noch starkes Getränk und iss nichts Unreines. Denn siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Denn ein Nasir Gottes soll der Knabe sein von Mutterleib an. Und er wird anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu retten. Und die Frau kam und sprach zu ihrem Mann und sagte: Ein Mann Gottes ist zu mir gekommen. Und sein Ansehen war wie das Ansehen eines Engels Gottes, sehr furchtbar. Und ich habe ihn nicht gefragt, woher er sei, und seinen Namen hat er mir nicht kundgetan. Und er sprach zu mir: Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und nun trinke weder Wein noch starkes Getränk und iss nichts Unreines, denn ein Nasir Gottes soll der Knabe sein von Mutterleib an bis zum Tag seines Todes. Da flehte Manoah zu dem Herrn und sprach: Bitte, Herr, der Mann Gottes, den du gesandt hast, möge doch nochmals zu uns kommen und uns lehren, was wir tun sollen mit dem Knaben, der geboren werden soll. Und Gott erhörte die Stimme Manoahs, und der Engel Gottes kam nochmals zu der Frau, als sie auf dem Feld saß und Manoah, ihr Mann, nicht bei ihr war. Da eilte die Frau und lief und berichtete es ihrem Mann, und sie sprach zu ihm: Siehe, der Mann Gottes ist mir erschienen, der an jenem Tag zu mir gekommen ist. Und Manoah machte sich auf und ging seiner Frau nach. Und er kam zu dem Mann und sprach zu ihm: Bist du der Mann, der zu der Frau geredet hat? Und er sprach: Ich bin's. Und Manoah sprach: Wenn nun dein Wort eintrifft, was soll die Weise des Knaben sein und sein Tun? Und der Engel des Herrn sprach zu Manoah: Vor allem, was ich der Frau gesagt habe, soll sie sich hüten. Von allem, was vom Weinstock kommt, soll sie nicht essen, und Wein und starkes Getränk soll sie nicht trinken und soll nichts Unreines essen. Alles, was ich ihr geboten habe, soll sie beobachten. Und Manoah sprach zu dem Engel des Herrn:
lass dich doch von uns aufhalten. So wollen wir dir ein Ziegenböcklein zubereiten. Und der Engel des Herrn sprach zu Manoah, wenn du mich auch aufhieltest, ich würde nicht von deinem Brot essen. Willst du aber ein Brandopfer opfern, so opfere es dem Herrn. Denn Manoah wusste nicht, dass es der Engel des Herrn war. Und Manoah sprach zu dem Engel des Herrn, wie ist dein Name, dass wir dich ehren, wenn dein Wort eintrifft? Und der Engel des Herrn sprach zu ihm, warum fragst du denn nach meinem Namen? Er ist ja wunderbar. Da nahm Manoah das Ziegenböcklein und das Speisopfer und opferte es dem Herrn auf dem Felsen. Er aber handelte wunderbar. Und Manoah und seine Frau sahen zu. Und es geschah, als die Flamme von dem Altar gen Himmel emporstieg, da fuhr der Engel des Herrn in der Flamme des Altars hinauf. Und Manoah und seine Frau sahen zu, fielen auf ihr Angesicht zur Erde. Und der Engel des Herrn erschien Manoah und seiner Frau fortan nicht mehr. Da erkannte Manoah, dass es der Engel des Herrn war. Und Manoah sprach zu seiner Frau, wir werden gewisslich sterben, denn wir haben Gott gesehen. Aber seine Frau sprach zu ihm, wenn es dem Herrn gefallen hätte, uns zu töten, so hätte er nicht ein Brandopfer und Speisopfer aus unserer Hand angenommen. Und er hätte uns dies alles nicht gezeigt, noch uns zu dieser Zeit dergleichen vernehmen lassen. Und die Frau gebar einen Sohn und sie gab ihm den Namen Simson. Und der Knabe wuchs und der Herr segnete ihn. Und der Geist des Herrn fing an, ihn zu treiben zur Machanedan zwischen Zohar und Eshtaol. Also noch einmal, diese Predigt hat das Ziel, uns zu zeigen, wie können wir eine gute Ehe führen, damit wir eine gute Familie haben, damit wir gute Gemeinden haben. Und ich vermag jetzt nicht zu sagen, wenn man mich fragen würde, was ist in deinem Leben eigentlich wichtiger, dass deine Gemeinde gesund ist oder dass deine Familie gesund ist oder dass deine Ehe gesund ist. Und ich will mich überhaupt nicht festlegen. Aber eines steht fest, dass das eine mit dem anderen zu tun hat und dass wir das nicht trennen können. Wir gehen nicht am Sonntag in die Gemeinde und da spielen wir Gemeinde und da spielen wir unsere Frömmigkeit und da spielen wir die heile Welt und unsere Familie, das steht auf einem ganz anderen Blatt und unsere Ehe, die steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Dagegen habe ich etwas. Also entweder wir sind der wir sind, dann sind wir der in unserer Ehe, in unserer Familie und in unserer Gemeinde. Oder mal ganz keck gesagt, was ist eigentlich der Unterschied? Das ist ja das Leben, was ich lebe. Dazu kommt noch die Arbeitsstelle. Ja, so, das ist unser ganzes Leben. Unser Familienleben, unsere Arbeit, unsere Gemeinde. Und Gott sagt eigentlich in 1. Timotheus 3 nichts anderes, als dass er sagt, weißt du was, wenn du in diesen Bereichen arbeiten willst, dann sei integer, also sei auf Altdeutsch, sei der du bist. Lass die Maske fallen, hör auf zu schauspielern. Und das geht auch nicht lange gut. Wenn du in einer Gemeinde den Führer spielen willst, den Frommen spielen willst, den Heiligen spielen willst und zu Hause geht die Post ab und da fliegen die Fetzen, irgendwann kriegt man das mit. Und dann ist deine ganze Reputation im Eimer. Und deswegen ist es auch nicht so sinnvoll, mit 21 in der Gemeinde einen Senkrechtstart hinzulegen und Verantwortung zu übernehmen und alle Welt sehen zu lassen, wie prächtige Kerle wir sind, sondern es ist normal, dass wir irgendwie Schritt für Schritt wachsen. Deswegen ist es, wenn es irgendwie geht, das Normale, dass man als junger Mann und als junge Frau erstmal heiratet. Und dass man erstmal das Jahr Kriegsdienst verbringt, also das muss jetzt nicht Krieg sein, aber Gott hat ja gesagt, wir sind vom Kriegsdienst befreit. Also wir sollen erstmal ein Jahr Ruhe machen, ja? Und uns an unseren Ehepartner gewöhnen, wir sollen unsere Ehe so ein bisschen festigen und dann kann es sein, dass Gott Kinder schenkt, dann fängt das Experiment Familienleben an. Und in der ganzen Zeit kannst du dich ja ruhig in einer Gemeinde aufhalten, da solltest du zumindest sein. Aber dann kann ruhig noch mal 5 Jahre vergehen oder 10 Jahre. Und dann kann man darüber nachdenken, dass man auch in einer Gemeinde Verantwortung übernimmt. Mein Eindruck ist der, dass wir in dem unteren Bereich, in unserer Eheführung, schon mal kleinere Probleme haben. Vielleicht haben wir auch größere Probleme. Und dem soll jetzt diese Predigt dienen. Wir wollen einfach in das Wort Gottes schauen. Und ich finde das so nett von Gott, dass er uns einfach... Wir können einfach zuschauen.
Wir sind Zuschauer, wie so oft. Ja, wir sind in den Evangelien Zuschauer gewesen, wie der Herr Jesus über die Erde geht. Wir stehen einfach daneben und wir können alles beobachten, was er macht. Und hier sind wir Zuschauer. Ich glaube, wir dürfen sogar fast in das Schlafzimmer der beiden gehen. Wir hören, was sie reden. Wir sehen, was sie machen. Und Gott beurteilt das nicht. Aber wir sehen in diesem Kapitel eine ganz positive Entwicklung. Und darauf kommt es mir an. Ich will nicht immer mit Negativbeispielen hier hantieren, sondern da bin ich froh, dass ich mal ein positives Beispiel über Ehe in der Bibel gefunden habe. Aber leider geht es ein bisschen negativ los. Da ist der Mann, sein Name wird genannt Manoah und sein Name bedeutet Ruhe. Und so einen Eindruck macht der Bursche auch. Der schien in sich selbst zu ruhen. Und das ist auch so die Angewohnheit vieler Männer, während die Frauen einen erhöhten Blutdruck haben, sitzen die in der Ecke und strahlen eine unglaubliche Gelassenheit und Ruhe aus. Verschwenden auch nicht einen Blick in die Küche oder in den Keller, sondern freuen sich darauf, in Ruhe die Predigt vorbereiten zu können. Und vielleicht war das so eine kleine Schieflage. Also vielleicht saß Manoah auch im Keller bei der Modelleisenbahnplatte. Keine Ahnung, vielleicht hatte er gerade ein Netflix-Abo abgeschlossen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall beschließt Gott, diese Familie zu besuchen, dieses Ehepaar zu besuchen. Und er geht zu dem Ehepaar und dreimal dürft ihr raten, zu wem er geht. Was haben wir gelesen? Der Engel des Herrn, Vers 3, erschien der Frau. Und ich behaupte mal ganz keck, das Problem ist wieder, dass ihr alles aufnehmt. Ich glaube, wenn Gott in unseren Ehen zu Besuch kommen würde, dann würde er zu 80% die Frauen antreffen. Weil wem erscheint Gott eigentlich, wenn er eine Ehe besucht? Er erscheint Leuten, die auf Sendung sind, die irgendwo eine Antenne haben. Also Gott wird nur mit dir reden, wenn du erwartest, dass er mit dir redet. Und wenn deine Gedanken irgendwo in der Welt sind, wenn du gerade dabei bist, die Welt zu retten oder was weiß ich, dann wird Gott dir nicht erscheinen. Und oft ist es so, dass Frauen oder unsere Frauen, oder ich habe jetzt nur eine, also meine Frau, ein innigeres Leben mit dem Herrn führt. Wir haben so viele Familienfreizeiten gemacht und immer wenn die Ehepaare sich abends vorstellen und wir kennen sie überhaupt nicht, dann merkst du schon nach 10 Minuten in der Vorstellungsrunde, was die Leute erwarten. Die Männer sagen so unterm Strich, also ich bin hier, um mal richtig durchzuatmen. Beine hoch, Manoah, Ruhe. Und die Frauen sagen, ey, ich habe so viele Fragen, ich habe Gesprächsbedarf. Und es gelingt mir vieles nicht. Ich würde mich freuen, dass Dinge besser werden. Ich habe mit den Kindern zu tun. Ich stehe vor Fragen und ich frage mich, ob ich der Einzige bin auf der Welt, der diese Probleme hat. Ja? Und zum Glück kommen dann die anderen alle aus ihren Löchern gekrochen und sagen, ja, ja, das Problem habe ich auch. Und dann bieten wir auch früh ein fakultatives Gebet an. Das sind immer recht überschaubare Runden. Und dann sitzen da 80% Frauen und 20% Männer. Und dann denke ich immer, was ist los? Also sind wir Männer durch unsere gesellschaftliche Entwicklung, wo wir einfach so ein bisschen wie ein gedämpfter Uhu behandelt werden, so satt, so ruhig geworden, so inaktiv geworden, so passiv geworden, so lahme Säcke geworden, dass wir nicht aus der Hefe kommen. Ich will das jetzt nicht künstlich dramatisieren, was hier bei Manoah passiert ist, aber es ist ja ein latentes Problem der beiden, denn jetzt kommt Gott zu der Frau und er gibt ihr eine wunderbare Verheißung. Sie soll ein Kind bekommen und das finde ich schon interessant, dass Gott im Alten Testament so oft mit unfruchtbaren Paaren beginnt und ihnen Fruchtbarkeit verleiht. Ja, denkt an Rahel, an Sarah. So viele Frauen waren unfruchtbar und Gott kommt und sagt, ich gebe dir die Verheißung, ihr werdet ein Kind bekommen. Dann kriegen sie noch gleich eine kleine Bedienungsanleitung, wie sie damit umgehen sollen, im Vers 5. Und dann gibt es einen zweiten Punkt und den finde ich sehr schön. Vielleicht hast du als Frau, jetzt sind nicht so viele Frauen hier, aber ihr Männer könnt das ja zu Hause euren Frauen erzählen. Vielleicht denkst du als Frau, also unsere geistliche Beziehung zu Hause, unsere geistliche Balance, das würde ich mir ein bisschen besser wünschen. Und dann hast du als Frau 2 Möglichkeiten. Entweder du bist eklig und du machst deinem Mann ständig Druck und du zeigst ihm, was für eine Pfeife er ist. Ja? Und das können Männer ganz schlecht ertragen. Also ich auch. Oder du bist eine Frau, die Weisheit hat und du sagst, ey Mann,
ich musste jetzt mal erzählen, was ich gestern erlebt habe mit dem Herrn. Und dann nicht so obergeistlich, ja, mit so verklärten Augen, sondern ganz normal. Du sagst einfach, ich habe gestern hier gesessen, ich habe meine Bibellese gemacht, ja, und ich komme irgendwie an eine bestimmte Stelle und ich denke mir, Mensch, da war ein Vers und da hat Gott zu mir geredet. Darf ich dir das erzählen? Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass die Männer prinzipiell sagen, Bibel, hör auf und so. Nein, sie schafft es, ihren Manoah so ein bisschen zu kitzeln, ja. Sagt, du Manoah, Gott ist mir erschienen. Und dann sagt der Manoah, also erstmal erzählt sie ihm alles, was Gott gesagt hat. Das finde ich auch sehr nett. Manchmal werden Berichte weitergegeben, werden geschönt, werden angefüttert oder die Unwahrheit wird gesagt. Also seid bitte immer ehrlich, auch wenn ihr anderen Leuten etwas erzählt, was ihr mit Gott erlebt habt. Also bei uns, uns kitzelt das ja auch, unsere geistlichen Erfahrungen noch etwas aufzublasen, weil das enorm Wirkung erzielt. Das macht sie nicht. Sie sagt genau das, was Gott zu ihr gesagt hat. Hervorragend. Bleibt bei der Wahrheit. Ihr Männer wie ihr Frauen. Naja, jetzt ist ja immer die Frage, wie reagiert ein Mann, wenn er erfährt, dass seine Frau schwanger ist? Also kriegt er plötzlich eine Herzattacke oder fängt er an, sich zu freuen? Der Manoah reagiert so 50-50. Also, dass er jetzt gerade in die Luft springt, steht hier nicht. Aber er macht auch was Nettes. Und ich finde das so spannend, die beiden zu beobachten. Und ich freue mich auch schon wieder, die im Himmel zu treffen. Und ich glaube, dass ich im Himmel Manoah sitzend treffen werde. Also ich glaube, er hat so eine Grundbegabung nicht abgelegt. Ja? Er hat seine Wohnung im Haus des Vaters, aber mit Sessel. Das ist Manoah. Aber Gott schafft es ihn, in Richter 13 zu verändern. Und jetzt fängt der Manoah an, aktiv zu werden. Das ist ein sehr gutes Zeichen, wenn Männer anfangen, aktiv zu werden. Sie werden langsam wach, aus ihrem Ruherhythmus kommen sie raus. Und er sagt, meine Frau hat mir die Geschichte so anziehend erzählt, dass mich das neidisch macht. Und das müsst ihr Frauen schaffen. Ich meine, ihr seid ja so begabt, Männer zu manipulieren, im Guten meine ich natürlich, dass ihr das auch schafft, eurem Mann irgendwie das so zu vermitteln, dass er sagt, ey, ich habe etwas mit Gott erlebt, das war so der Hammer, dass der Manoah nichts anderes weiß, als dass er auf die Knie geht. Also bei mir steht hier in der Bibel, da flehte Manoah zu dem Herrn und sagte, bitte Herr, der Mann Gottes, den du gesandt hast, möge doch nochmals zu uns kommen und uns lehren, was wir tun sollen mit dem Knaben, der geboren werden soll. Das ist ein sehr schönes Gebet. Also Haken dran für Manoah. Aus zwei Gründen war das Gebet sehr gut. A, er ist wach geworden und er sagt, das, was meine Frau erlebt hat, das möchte ich auch gerne erleben. Das war gut. Aber das Zweite, was er sagt, das war regelrecht sehr gut. Denn das zeigt, dass Manoah nicht nur neidisch war, dass Gott seiner Frau erschienen ist, sondern er denkt sogar einen Schritt weiter und er sagt sich, okay, meine Frau ist schwanger. Das führt in den meisten Fällen zu einer Geburt. Wir werden ein Kind bekommen. Und wenn wir ein Kind bekommen, und das ist das Erste, dann kriegst du als Vater in der Regel die Panik. Also ich habe sie gekriegt. Wir haben einen Sohn zuerst bekommen, dann lag der da in dem Stubenwagen bei uns im Wohnzimmer und dann plötzlich machte der die Augen auf, guckte mich an, dann fing er an, sich zu bewegen und ich dachte, Mensch, der Bursche lebt und der wird größer werden und der wird mir irgendwann unangenehme Fragen stellen. Also das ist jetzt nicht eine neue Lego-Kiste, die du dir gekauft hast oder die kannst du abends wieder in den Schrank schieben, sondern da liegt plötzlich ein Mensch. Und dieser Mensch, für den bist du verantwortlich. Und da kriegst du Muffensausen, immer. Und ich hoffe, du kriegst beim 12. Kind auch noch Muffensausen. Aber hier war es ja das Erste ist immer was Besonderes. Und dann sagt der Manoah das, was ich jedem Ehepaar empfehlen würde, was hier gerade schwanger sitzt. Also, ja, oder ihr wisst ja, was mit euren Frauen zu Hause ist. Gott, wenn wir jetzt ein Kind kriegen, dann schick uns bitte die Bedienungsanleitung mit. Und das ist das Erste, was du bei IKEA aus Paket 1 von 12 auspackst. Seiten 1 bis 72 und dann fängst du vorne an. Und Manoah wusste, ich kann es nicht. Wir kriegen ein Kind und das wird leben, das wird wachsen, das wird zu einem erwachsenen Mann werden und ich bin der, der sein Vater sein soll, der ihn prägen soll, der sein Vorbild sein soll
Und ich kann es nicht. Und ich weiß es nicht. Und ich finde, schon dieses Eingeständnis, bevor der Bursche geboren wird, dass er schon sagt, ich kann es nicht und ich brauche deine Hilfe. Und er sagt buchstäblich, bitte lehre uns, was wir tun sollen mit dem Knaben. Das ist doch eine schöne Bitte. Und ich sage euch, wenn eure Kinder mal geboren sind und es werden vielleicht ein paar mehr, dann kann man das Gebet immer und immer und immer wiederholen. Wenn deine Kinder mal 15 sind, das ist ein so interessantes Alter, dann betest du das zweimal am Tag. Hilf mir bitte, was ich jetzt mit dem machen soll. Wie soll ich einen Kaktus umarmen? Wie geht das? Soll ich ständig meckern oder soll ich ihn einfach mal laufen lassen? Soll ich alles besser wissen? Soll ich freundlich sein, soll ich streng sein? Habe ich genug motiviert? Habe ich begriffen, dass Kindererziehung eine Mischung zwischen Fördern und Korrigieren ist? Habe ich eine Schlagseite? Bin ich eher zu streng? Bin ich eher zu lässig? Gott, hilf mir! Zeig mir, was ich machen soll. Manoah, sehr gut. Aber wir wissen, dass wir Männer uns grundsätzlich niemals auf einen Schlag ändern, sondern wir fallen auch wieder in Sessel, Gewohnheiten zurück. Und offenbar nach diesem geistlichen Hochleben von Manoah ging er dann wieder in sein Arbeitszimmer. Dann stand wieder der blöde Sessel da und er legte sich wieder hin. Und Gott denkt, das war aber ein schönes Gebet. Jetzt werde ich doch mal den beiden wieder erscheinen. Und er kommt hin und von Manoah ist nichts zu sehen. Er ist wieder weg. Und Gott erhörte die Stimme Manoahs und der Engel Gottes kam nochmals zu der Frau, als sie auf dem Feld saß. Jetzt will ich da nicht zu viel reinlegen, aber warum sitzt eine Frau auf dem Feld? Die hat keine Strohblumen gesammelt für die nächste Bastelrunde der Schwestern. Ich glaube, die hat dort gearbeitet. Und ich bin mir nicht sicher, ob das die Aufgabe war, von der Frau, von Manoah, auf dem Feld zu arbeiten. Und ich möchte das mit einer ganz zarten Andeutung verbinden. Also wenn ihr heiratet, solltet ihr ganz offen darüber reden, wie ihr zusammenleben wollt. Und dann gibt es oft so eine klassische Rollenverteilung, die so aussieht, der Mann geht arbeiten und sitzt ab 17 Uhr im Sessel und die Frau kümmert sich einfach um den ganzen Rest, das ist ja nicht mehr viel. Und damit melden wir uns als Männer prinzipiell von Hausarbeit ab. Und ich will jetzt nicht die ganze Welt wieder auf den Kopf stellen, ja? Aber wenn du zu Hause 4 kleine Kinder hast, dann kann es nicht sein, dass du dir auf Arbeit sagst, es ist besser, ich mache noch 3 Überstunden zwischen 5 und 8, dann ist das Gewusel zu Hause vorbei. Also dann kriegst du von mir noch eine Form von körperlicher Züchtigung. Da gibt es auch eine legitime Bibelstelle in Hebräer, in Nehemia, dass nämlich der Nehemia raufte und sich schlug mit den Leuten dort. Und das verurteilt Gott nicht. Also das kann man schon mal in Extremfällen machen. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass manche Männer so eine Aufwachphase gebrauchen könnten. Die Frau sitzt auf dem Feld. Ich glaube, dass es gut ist, wenn wir wirklich mit offenen Augen durch unser Eheleben gehen. Und unsere Ehen haben ganz unterschiedliche Phasen. Also ich habe so ein paar Phasen durch mit kleinen Kindern und großen Kindern. Aber es ist doch irgendwie voll normal, dass wenn du nach Hause kommst, dass du wenigstens einen Augenblick mal in das Gesicht deiner Frau guckst. Und wenn du das wagst, dann wirst du entdecken, wie es ihr geht. Es könnte sein, dass sie tiefenentspannt ist und gerade ihren zweiten Kaffee schlürft und die Kinder anschließend artig den Tisch abräumen. Es könnte aber auch anders aussehen. Und je nachdem, wie die Grundstimmung ist, solltest du irgendwie darauf reagieren. Du könntest zum Beispiel deine Erbschleicher schnappen und die Fahrräder nehmen und mit ihnen eine ein- oder zweistündige Fahrradtour machen. Und deine Frau kann in der Zeit wieder einfach mal auf Normaltemperatur kommen. Meine Schwiegertochter sagt, für sie ist es das größte Geschenk, wenn mal jemand kommt, dann nimmt ihr eine Stunde lang ihre 3 kleinen Kinder ab und sie kann überhaupt mal klar denken. Also nicht, dass sie sonst nicht klar denkt, aber und das haben wir oft nicht auf dem Schirm. Und ich wünsche es euch, dass es eure Frauen nicht nötig haben, auf dem Feld zu sitzen. Ihr solltet auch eure Frauen nicht unter Druck setzen, arbeiten zu gehen. Darf ich das mal sagen? Wenn Gott euch Kinder schenkt, habt ihr exakt 6 Jahre Zeit, eure Kinder zu erziehen. Und nach den 6 Jahren ist die Basic-Kindererziehung abgeschlossen.
Was dann kommt, ist Kür. Aber wenn ihr eure Kinder in diesen ersten 6 Jahren in Fremdbetreuung gebt und sie von Leuten erziehen lasst, die überhaupt nicht eure Ziele verfolgen und die Gott auch nicht dafür bestimmt hat, dass sie eure Kinder erziehen, dann handelt ihr fatal. Dann schickt ihr eure Frau vielleicht arbeiten oder sie will vielleicht selbst arbeiten gehen, weil sie für die Arbeit, die sie sonst zu Hause tun könnte, von euch zu wenig Anerkennung bekommt. Und ich bin ein vehementer Verfechter dafür, dass wir Kinder ernst nehmen, dass wir diese Phasen der Familie ernst nehmen und dass wir unsere Frauen nicht irgendwie unter Druck setzen oder sie motivieren oder das unterstützen, sondern dass wir ihnen sagen, pass auf, wenn Gott uns Kinder schenkt, dann ist es gut, wenn du zu Hause bleibst. Ich kümmere mich um die paar Kröten, die wir brauchen. Aber das, was du in den 20 Jahren zu Hause mit den Kindern zelebrieren kannst, ist in den Augen Gottes so wertvoll. Wertvoller wie jeder Job, den du irgendwo machst, wo du denkst, da könntest du noch ein bisschen Anerkennung bekommen. Und jetzt sind ja hier ganz viele Männer. Also ich meine, das ist irgendwie alles selbstverständlich, was ich euch heute Morgen sage. Ihr wisst, dass eure Frauen Anerkennung brauchen. Und wenn sie zu Hause dann diese Arbeit machen, die nicht sehr befriedigend ist, indem du viele unschöne Arbeiten machst, Arbeiten, die sich wiederholen, also Kinderzimmer muss man öfter aufräumen, Windeln muss man öfter wechseln. Und wenn deine Frau nicht irgendeine Form der Anerkennung bekommt, dass sie genau weiß, mein Mann ist so stolz auf mich, dass ich das tue. Er unterstützt mich im Gebet, er unterstützt mich auch tatkräftig, wenn er nach Hause kommt. Und ich weiß, dass ich etwas tue, was ich in der Ewigkeit wiederfinden werde. Und dass meine Kinder zum Herrn finden durften, ist zu 80% die Leistung meiner Frau. Also können wir uns noch streiten, vielleicht kann ich noch 2% rausschinden oder so. Ja. Aber der überwiegende Anteil ist der Einfluss meiner Frau, für die es keine Frage war, sich um diese 6 Kinder zu Hause zu kümmern. Und sollte ich jemals einen Hauch von Groll gegen meine Frau empfinden, dann möge ich an die 25 Jahre denken, an denen sie für ihre Familie da war. Sie hat einfach etwas Hervorragendes geleistet. Und das muss sie auch mal aus deinem Mund hören. Und das müssen die Frauen auch aus dem Mund der Gemeindemitglieder hören. Also meine Tochter hat inzwischen Kinder bekommen und sie ging in die Gemeinde. Und dann kommt ein Bruder aus der Gemeinde und sagt, na Jule, wie lange willst du denn noch zu Hause rumsitzen? Gehst nicht wieder arbeiten? Und sie ruft mich an unter Tränen, Papa, die sagen was ganz anderes als du. Ich sage, keine Sorge, ich bin nächsten Sonntag da. Das ist ja unglaublich, oder? Es ist unglaublich. Also, dass die Welt dir das sagt, das ist normal. Wobei die auch nicht glücklich dabei sind, ja? Also alle Frauen, die meine Tochter auf dem Spielplatz trifft mit ihren Kindern, wenn sie denn überhaupt Frauen mit ihren Kindern trifft, die reden eine andere Sprache, die sind einfach fix und fertig. Die stellen ganz frustriert fest, dass man Arbeit und Kinder nicht miteinander kombinieren kann. Und jetzt lese ich noch einen Artikel in der Family, also einer christlichen Zeitschrift, wo eine Mutter das Desaster schildert, dass sie sich verwirklichen will im Beruf, aber dass sie dummerweise auch noch 3 Kinder zu Hause hat und dass das einfach eine Riesenherausforderung ist. Und am Ende sagt sie, also ich werde das wahrscheinlich nicht schaffen, aber ich ermutige alle Frauen, mir nachzufolgen. Das hat mich dann doch veranlasst, mich hinzusetzen und ihr einen frisch fröhlichen Leserbrief zu schreiben. Warum sind wir so bekloppt, oder? Warum kapieren wir nicht die einfachsten Dinge von der Welt? Meine Tochter hat hier Lehrer studiert, wie nennt man das, Pädagogik. Und dann musste sie eine Bachelorarbeit schreiben und sie hat eine Arbeit geschrieben über Bindungstheorie. Und da der Professor wusste, dass sie Christ ist, hat der Professor an einer staatlichen Hochschule, also Universität, zu ihr gesagt, Frau Günschel, ich werde Sie nicht betreuen. Nicht mit dem Thema. Da sagt meine Tochter, wieso? Ich weiß schon, was hinten rauskommt. Und dann sagt meine Tochter, Herr Professor, ich bin doch hier an einer staatlichen Universität und wir forschen doch ergebnisoffen, oder? Also wollen Sie mir unterstellen, dass ich etwas manipuliere und dass ich aufgrund seriöser Forschung zu einem Ergebnis komme, was Ihnen vielleicht nicht passt und was gegen den Mainstream gehen könnte? War natürlich nicht so intelligent, dieses Gespräch so zuzuspitzen. Aber jedenfalls war das Gespräch dann am Ende und dann hat sie noch einen gefragt und noch einen gefragt und der dritte hat gesagt, ich werde Ihre Arbeit betreuen, aber ich gebe Ihnen eine Liste von 10 Namen und die dürfen in Ihrer Arbeit nicht vorkommen. Christa Mewes, was weiß ich nicht alles.
Da habe ich gedacht, das ist doch der Wahnsinn, oder? Wir sind eine staatliche Universität. Und wir sind so weit links, grün. Also das kann man schon fast nicht mehr mit diesen Begriffen beschreiben. Und dann hat sie gesagt, die Liste werde ich befolgen. Ich brauche sie gar nicht. Ich werde mich nur auf säkulare Quellen berufen. Und sie wusste ja wirklich nicht, was am Ende bei rauskommt. Also jedenfalls nicht so genau. Aber ich habe dann ihre Arbeit gelesen. Und ich habe gedacht, das ist doch interessant, dass Ungläubige, also säkulare Wissenschaftler, die sagen einfach, und das ist unumstritten, wenn man ein Kind in den ersten 3 Jahren von seiner ersten Betreuungsperson entfernt, schadet man dem Kind per se. Es ist nicht so bindungsfähig hinterher, es hat Probleme in seiner Charakterbildung. Die Synapsen werden nur zu 60% verschalten. Also ich habe bei mir noch nicht nachgezählt, ja, aber das ist ja mal ein klarer Befund. Also dieses Kind wächst nicht so heran, wie es heranwachsen soll. Und dann ist es doch keine Frage, dass wir Männer unsere Frauen motivieren, aber vor allen Dingen ihnen auch das Gefühl und diese Anerkennung schenken, dass sie öfters von uns hören, das, was du machst, indem du Menschen, also lebendes Material, was Gott uns gegeben hat, indem du das formst und auferziehst und wachsen lässt, das ist hervorragend. Ich meine, wie willst du denn in den Himmel gehen? Willst du deine Kinder mitnehmen oder willst du sie nicht mitnehmen? Willst du Gott deine Bilanzen vorlegen oder sagen, Mensch, ich war Abteilungsleiter über 13 Leute. Da sagt Gott, das kannst du knicken. Ich würde mich gerne mal interessieren, wo deine Kinder sind. Und das haben die beiden jetzt ansatzweise verstanden. Also Manoah wusste, da kommt ein Kind und das ist mit Verantwortung verbunden. Und trotzdem ist das so ein Wachstumsprozess. Also das, was hier passiert, das geht ja über 9 Monate. Und in der Zeit musste der Manoah irgendwas lernen. Und er brauchte sehr viel Zeit, um Dinge zu lernen. Also er hatte einen Lichtblick, aber dann plötzlich ist seine Frau auf dem Feld, um zu arbeiten. Warum? Manoah, Mensch, hast du nicht gewusst, wo das Feld ist? Oder du hättest deine Frau begleiten können. Wisst ihr, es gibt in 2. Könige 4 eine ganz traurige Geschichte. Über die wollte ich eigentlich predigen heute, aber ich habe dann heute Nacht gedacht, nee, das ist so negativ. Aber ich erwähne mal einen Vers. Da ist nämlich auch jemand auf dem Feld. Das ist dieser Vater in 2. Könige 4, der seine Arbeit sehr ernst nimmt. Und wahrscheinlich hat er auf dem Feld ein Feldbett gehabt. Ja? 2. Könige 4, Vers 18. Und das Kind wuchs heran und es geschah eines Tages, da ging es hinaus zu seinem Vater, zu den Schnittern. Das heißt, irgendwann werden deine Kinder so groß, und das habe ich mal gelernt aus einem Vortrag, ich sage jetzt mal nicht den Namen, aber es gibt manche Vorträge in meiner Jugend oder früher, da habe ich manche Sätze nicht vergessen. Und da hat der Prediger gesagt, pass auf, wenn du Kinder bekommst, die werden irgendwann pubertär, wobei das klingt jetzt so ganz schlimm, also sie wachsen heran. Und dann gibt es einen Moment, da kommen sie in dein Zimmer und sie sagen, Papa, ich möchte mit dir reden und ich möchte von dir wissen, wie du dich bekehrt hast. Erzähl mir bitte mal, wie du eigentlich mit Gott lebst. Und wenn du dann sagst, ey, das ist ganz schlecht gerade, ich habe einen Termin und eigentlich habe ich auch keine Lust. Und du schickst ihn wieder weg, dann kommt er nie wieder. Das heißt, es gibt Momente mit unseren Kindern, die dürfen wir einfach nicht verpassen. Und jetzt ist hier ein Junge, der war offensichtlich schon ein bisschen größer und der hatte ein Problem und hat gesagt, mein Problem sind Kopfschmerzen. Und die muss man erklären. Also heute haben alle Kinder zwischen 12 und 18, die haben Kopfschmerzen. Und die haben deswegen Kopfschmerzen, weil sie in der Schule etwas erleben, was eine völlig andere Welt ist als die Welt, die sie zu Hause kennenlernen. Jetzt war ich in einer Familie und sie haben mir erzählt, ja, wird Halloween gefeiert und die Kinder, die haben eben das Geisterlied gelernt in der Schule. Und die Eltern haben zu Hause gesagt, du, wir glauben nicht an Geister, wir finden Halloween Schwachsinn. Und wir glauben auch nicht, dass es gut ist, Geisterlieder zu singen. Jetzt sitzt das arme Kind aber in der Schule und die Lehrerin sagt, wir singen das Geisterlied hier. Und dann kommt das Kind nach Hause und weint. Und das ist hier mit Kopfschmerzen gemeint. Und das ist ja noch, ich will nicht sagen eine harmlose Geschichte, aber das ist die normale Geschichte. Das heißt, die Kinder werden ständig bombardiert mit Dingen, die sie nicht verstehen. Und sie erwarten zu Hause eine Antwort, aber sie leben in so einem Spannungsfeld, dass sie,
dass sie davon Kopfschmerzen kriegen. Und ich wünsche uns wirklich, dass wir ab und zu noch Kontakt mit Jugendlichen haben oder mit Kindern haben. Und dass du so einen guten Kontakt hast, dass du sie fragen kannst, was im Moment so läuft. Und ich wage das immer noch mal. Und jetzt ist es schon so weit, dass ich für die Jugendlichen so alt bin, dass neulich einer zu mir sagte, Klaus, wenn ich dir wirklich jetzt erzähle, was läuft, da tust du mir so leid, das verkraftest du in deinem Alter nicht mehr. Das hat mich sehr nervös gemacht. Ich sage, bisher habt ihr mir alles erzählt. Jetzt kommst du plötzlich an, willst mich schonen in meinem Alter. Und dann sagte er nur ein Wort, das wiederhole ich jetzt hier nicht, aber es gibt eine sexuelle Spielart, die sich in den Schulen verbreitet, unter Zuhilfenahme von Drogen. Ich sagte, soll ich dir davon mal ein bisschen was erzählen? Und da habe ich dann gesagt, nein, das muss vielleicht nicht sein. Ich sage, ist das eure Welt, in der ihr lebt? Ja. Sagt er, du kannst nicht weg. Du stehst auf dem Schulhof. Du hörst zu, was die anderen erzählen, was sie am Wochenende erlebt haben. Jedenfalls die, die zur Schule kommen und einigermaßen nüchtern sind und die wieder klar denken können. Und das nenne ich nur als Beispiel, damit wir verstehen, dass die Jugendlichen Kopfschmerzen haben. So, jetzt geht dieser Junge zu seinem Vater. Und wo muss er hingehen? Er muss auf die Arbeit gehen. Und das bedeutet, der Vater war kaum zu Hause. Es gibt wirklich manche Väter, die haben so eine wichtige Arbeit, dass sie eigentlich auf der Arbeit schlafen. Die sind so erfüllt von ihrem Erfolg. Und der Junge sagt, wenn ich mit meinem Vater reden will, dann muss ich auf das Feld gehen. Ich muss zu den Schnittern gehen. Aber der Junge hat ein bisschen Pech. Er kommt nur bis zur Vorzimmerdame. Und ihr könnt gerne den Text irgendwann mal an einer ruhigen Stunde lesen. Und dann würde ich euch gerne die Frage stellen, was hat der Vater zu seinem Kind gesagt? Und ihr werdet zu dem Ergebnis kommen, nichts. Er sagt nur zu seiner Sekretärin, bring doch mal den Jungen nach Hause. Bring ihn zur Mutter. Die wird sich schon um ihn kümmern. Und das ist der Todesstoß für deine Vater-Sohn-Beziehung. Dann rafft sich dein Sohn auf und er denkt, der Alte wird mich nicht verstehen. Er wird mich wahrscheinlich nicht verstehen, aber ich versuche es noch einmal. Und dann nimmt der Junge seinen E-Roller und fährt auf Arbeit, kämpft sich durch alle Vorzimmerdamen durch, sieht auf jeder Türbeschreibung, wie berühmt du bist, was du für ein toller Chef bist, wie deine Firma ausgezeichnet ist. Es läuft einfach super. Aber in Wirklichkeit bist du der letzte Kunde. Es läuft nicht super. Und dann steht dein Kind vor der Tür und es schreit durch die Tür, die noch mit einem Fenster versehen ist, Papa, ich habe Kopfschmerzen. Und du nimmst das Telefon, ein Tastendruck zur Sekretärin, bring ihn zu seiner Mutter. Er hört nicht einen Satz von seinem Sohn und er weiß nicht, dass er am nächsten Tag tot ist. Und als er dann seine Frau trifft und die Frau zu ihm sagt, ey Mann, ich brauche mal die Schlüssel von unserem BMW. Da sagt er, was hast du vor? Hatten wir einen Termin? Holt sein Handy raus, Termin da drinne. Weder Neumond noch Sabbat, war irgendwas? Und dann sagt die Frau, es ist gut. Und liebe Männer, speichert das in eurer Hirnrinde ab. Wenn deine Frau mit einem etwas traurigen Gesichtsausdruck jemals zu dir sagen sollte, es ist gut, bedeutet das höchste Alarmstufe. Was hätte der Mann denn sagen können zu seiner Frau? Wenigstens Bart und Glatze, bitte. Er hätte doch wenigstens sagen können, was machen die Kopfschmerzen von unserem Sohn? Das wär doch eigentlich das Wenigste gewesen, ja? Und er sagt nichts. Der hat ihn abgehakt. Der hatte das schon wieder vergessen. Sie hatten ja inzwischen Vorstandssitzung, ja? Und die Aktien sind 5,7% gestiegen. Und sein Sohn war tot. Und jetzt kannst du dich entscheiden, was dir lieber ist. Lebende Kinder oder steigende Aktien. Das kannst du dir aussuchen. Und ich bitte euch Männer, werdet wach. Wir leben in einer Zeit, wo so ein erbitterter Kampf um eure Kinder entbrannt ist, dass ihr herausgefordert seid. Und wenn ihr weiter in dem Manoah-Modus verharrt, dass ihr in euren Sesseln sitzt und es echt betrauert, dass diese Netflix-Serie schon nach 6 Staffeln zu Ende war, dann frage ich mich,
Was muss Gott noch mit uns tun, damit wir überhaupt wach werden? Manoah ist wach geworden. Und deswegen ist das eine so schöne Geschichte. Und sie geht weiter. Also die Frau ist auf dem Feld. Da gehört sie nicht hin. Nicht, weil sie das nicht kann, sondern weil sie das nicht verdient hat. Ihr gehört auf das Feld und nicht in den Sessel. Da eilte die Frau und lief und berichtete es ihrem Mann und sie sprach zu ihm, siehe, der Mann ist mir erschienen, der an jenem Tag gekommen ist. Also ich meine, in der Ehe war richtig was los. Ja? Immer kommt die Frau und erzählt ihrem Mann, der Mann, oh toll, gebetet, Herr, komm noch mal. Und dann, kommt Gott wieder, Frau kommt wieder. Und dann steht im Vers 11 etwas Merkwürdiges. Manoah machte sich auf und ging seiner Frau nach. Ist das eure Reihenfolge? Also ich bin wirklich, also ich hoffe nicht, dass ich sehr macho-mäßig drauf bin, aber es hat Gott sich eigentlich anders gedacht. Gott hat sich eigentlich anders gedacht, dass deine Frau dir folgen könnte, ja? Und nicht, dass du deiner Frau so geistlich hinterher trottelst. Und du dann immer deine Frau fragst, sag mal, wo stand das nochmal? Und Jeremia ist Altes Testament oder Neues Testament? Also kannst du mir mal eben helfen, ja? Und dann denkt die Frau, oh Mann, was habe ich denn eigentlich da geheiratet, ja? Hätte ich das doch mal eher mit ihm. Ich sage, es sind keine unverheirateten Frauen hier, ja? Also macht so einen Ehetest mit euren Männern vorher. Bibelquiz mit 100 Fragen. Und wenn die nicht 70 richtige haben, dann schickt die in die Wüste. Also das kann man irgendwie auch vorher rauskriegen. Ob das ein geistliches U-Boot ist oder ob der schon mal aufgetaucht ist irgendwie. Und Manoah wirkt so ein bisschen hilflos. Und seine Frau spielt das aber nicht gegen ihn aus, sondern sie ist ständig am Motivieren. Und sie erzählt einfach nur, was sie mit Gott erlebt hat. Manoah, Gott war schon wieder da. Ja, ja, Manoah, geh mal vor, ich komme gleich hinterher. Ich muss nur erst meinen Sessel wieder gerade rücken. Und dann ist er hinterher mit seiner Frau. Aber dann begegnet Manoah das erste Mal diesem Engel des Herrn. Bist du der Mann, der zu der Frau geredet hat? Und Gott gibt eine geniale Antwort und er sagt, ich bin's. Und immer wenn Gott sagt, ich bin's, dann müssen bei uns die Lampen angehen, weil das ist sein allumfassender Name. 2. Mose, Kapitel. Hast du die Zeit? Oh, ist er noch. Was hast du gesagt? 10:50, ja? 2. Mose 3. Da sagt Mose, was ist eigentlich dein Name? Und dann sagt Gott, mein Name ist, ich bin, der ich bin. Und bei der Übersetzung dieses Namens tun sich viele Bibelübersetzer schwer, weil es wirklich sehr herausfordernd ist. Aber es gibt einfach grottenschlechte Übersetzungen, die sollte man vermeiden. Und eine grottenschlechte ist, in der Hoffnung für alle, ich bin der Gott, der für dich da ist. Das ist einfach überhaupt nicht gemeint. Sondern hier ist gemeint, dass Gott sagt, ich bin der ewig Seiende. Ich war immer der, der ich immer sein werde. Ich bin unveränderlich. Der Name Ich Bin ist ein Synonym für das, was Gott von dem Menschen unterscheidet. Der Mensch ist ein Geschöpf, Gott ist ewig. Also man hat den Eindruck, dass Gott kaum einen Namen einfällt, den er nennt, um etwas von seiner Größe dem Menschen mitzuteilen. Und das sagt er hier dem Manoah. Wer bist du eigentlich? Bist du der Mann, der zu der Frau geredet hat? Und er hätte ja sagen können, ja, ich bin der Mann. Aber er sagt etwas anderes. Er sagt, ich bin's. Und wenn Manoah in der Sonntagsschule gut aufgepasst hätte, dann hätte er gewusst, okay, stopp, Freunde. Ich bin's, habe ich schon mal gehört. Das hat ja Gott damals zu Mose gesagt, dass das der Name Gottes ist. Aber das beeindruckt den Manoah noch nicht so umwerfend. Und Manoah wiederholt seine Bitte, wenn nun dein Wort eintrifft, was soll die Weise des Knaben sein und sein Tun? Jetzt muss ich mich wieder ein bisschen beeilen. Also Manoah, würden wir heute so nüchtern sagen, denkt noch problemorientiert. Wir kriegen ein Kind, also nicht Problem, aber Arbeit. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Gott, schön, dass du da bist. Ich hoffe, dass du meine Probleme löst. So gehen wir ja unsere ersten Schritte oft mit Gott. Hilf mir bitte. Ich habe eine Riesenaufgabe, ich habe eine Prüfung. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Aber dann sagt er im Vers 12 noch einmal, wenn nun dein Wort eintrifft, was soll die Weise des Knaben sein und sein Tun? Und das ist eine andere Bitte als in Vers 8. In Vers 8 betet er, du sollst nochmal kommen und uns lehren, was wir tun sollen mit dem Knaben. Hier sagt er im Vers 12, was ist die Weise des Knaben und sein Tun?
Das finde ich eine sehr intelligente Bitte. Er sagt also nicht mehr, was soll ich eigentlich tun, sondern bitte erklär mir, wie der Knabe funktioniert. Was ist die Weise des Knaben? Oder vielleicht denkt sogar Manoah schon noch weiter und er denkt, was soll eigentlich aus ihm werden? Also wozu sollen wir ihn erziehen? Was ist unser Erziehungsziel mit dem Jungen? Und das finde ich so schön. Also Manoah wächst, eigentlich jeden Vers wächst Manoah. Er begreift etwas, er versteht das. Und seine Frau ist eine geniale Teamgefährtin, die ihn motiviert, die ihn nicht in die Pfanne haut. Und wir können manchmal in unseren Beziehungen extrem destruktiv zueinander sein oder wir können konstruktiv zueinander sein. Und das ist immer die Wahl, die du hast. Du kannst dich über deine Frau ärgern und kannst diesem Ärger richtig Luft machen und ihr mal so richtig zeigen, wie unzufrieden du bist. Oder du kannst dich fragen, wie kann ich denn jetzt die Situation mal irgendwie zu einer guten Geschichte wenden? Und diese Weisheit hat einfach die Frau. Und ich finde es so traurig, dass ihr Name nicht mitgeteilt wird. Aber werden wir auch im Himmel erfahren. Der Engel des Herrn spricht zu Manoah, von allem, was ich der Frau gesagt habe, soll sie sich hüten. Also Gott wiederholt sich einfach nur. Das ist vielleicht so ein bisschen demütigend für Manoah. Also Manoah ist jetzt endlich auch auf Sendung, hat seine Antenne gefunden, ausgefahren und er fragt Gott, was soll ich denn eigentlich machen? Und dann sagt Gott zu ihm, du, ich kann dir nichts Neues sagen, als was ich auch schon deiner Frau gesagt habe. Und jetzt kommt ein typisch männliches Gen, das Gen der Wiedergutmachung. Vers 15. Okay, wir kriegen ein Kind, da müssen wir uns ordentlich für bedanken. Und er will irgendwas zurückzahlen. Und er sagt zu dem Engel des Herrn, lass uns doch aufhalten, wir wollen dir ein Ziegenböcklein zuberichten. Da sagt Gott, weißt du, wir verkehren nicht nach dem Prinzip der Wiedergutmachung. Das ist ja bei uns Menschen so drin, bei Gott ist das nicht drin. Warum nicht? Der Manoah musste verstehen, wir können überhaupt nichts wieder gut machen. Also die Geschenke, die du in deinem Leben bisher bekommen hast, die kannst du nicht zurückzahlen. Geht nicht. Und ich schon gar nicht. Ich habe das schon so oft erzählt, aber ihr müsst es einfach ertragen. Ich liebe meine Geschichten. Ich gehe in das Kinderzimmer meiner Tochter und da ist so ein Poster mit so einer Eistüte und da ist oben die Eiskugel rausgefallen und unten stand drunter Why Me und das Kind heult. Dabei geht es meiner Tochter gar nicht schlecht, aber sie hat dieses Poster aufgehängt. Und ich dachte dann immer, mir geht es eigentlich so, dass ich eine Eistüte habe mit 3 Kugeln Schoko, die noch oben drauf sind und ich esse die gerade und es geht mir richtig gut. Aber ich frage mich dann auch unten drunter, why me? Also warum ich? Warum geht es mir so gut? Warum überschüttet mich Gott mit so viel Gutem? Und wenn ich zurückschaue, dann weiß ich wirklich nicht, wo ich anfangen soll zu danken. Und ein besonderer Grund meiner Dankbarkeit wird immer meine Frau bleiben. Sie wirklich einzigartig ist. Why me? Warum hat Gott mir diese Frau geschenkt? Wahnsinn. Und deswegen kann ich das nie zurückzahlen. Aber dann sagt der Engel noch etwas. Weißt du, Manoah, wenn du von deinem Wiedergutmachungstrip wieder zurückgekehrt bist, eins kannst du machen. Du kannst ein Brandopfer opfern. Und damit gibt der Engel des Herrn, dem Manoah, einen riesen Tipp. Also der Engel des Herrn ist ja der Herr Jesus im Alten Testament. Und er zeigt ihm etwas und das finde ich auch wieder schön an Gott, dass Gott motivierend ist. Also er sagt, nein, du kannst das nicht wieder gut machen. Lass deine Ziegen einfach in Ruhe. Lass sie da. Aber weißt du, wir verkehren nicht nur nach der Wiedergutmachung, sondern es gibt noch eine andere Sache. Ich möchte nicht, dass du etwas wieder gut machst, sondern ich möchte, dass du anders über mich denkst. Ich möchte, dass dir die Augen aufgehen, wer eigentlich vor dir steht. Und weißt du, ich bin Gott. Und zu Gott muss man nicht gehen. Und sich, also man darf sich natürlich bedanken, aber man kann es nicht wieder gut machen. Aber was Gott erwartet von uns, ist, dass wir ihn anbeten. Das ist die Grundaufgabe jedes Gläubigen. Und wenn man mich fragen würde, was die erste Funktion einer christlichen Gemeinde ist, dann würde ich nicht sagen, dass es die Aufgabe der Mission ist, sondern dann würde ich immer sagen, es ist ein Ort, an dem Gott angebetet wird. Gott bekommt keine Anbetung in der Welt. Und die Gemeinde ist dafür da, dass wir ihn anbeten und dass wir seinen Namen groß machen und dass wir einfach mal vor ihm stehen und sagen, Herr, dir gebührt alle Ehre, alle Majestät, alle Herrlichkeit, hier schon auf der Erde. Und dann sagt der Engel des Herrn zu Manoah, wenn du das machen willst, dann kannst du ein Brandopfer bringen. Und ein Brandopfer
war ein anderes Opfer als das Wiedergutmachungsopfer. Das durfte er bringen. Und jetzt ist Manoah so langsam auf Betriebstemperatur und dann sagt er zu Gott, also ich würde ja gerne noch wissen, wie du heißt. Habt ihr gestern das mitbekommen bei Pniel, 1. Mose 32? Da sagt Jakob auch, wie ist dein Name? Und da sagt Gott gar nichts. Was fragst du denn nach meinem Namen? Keine Antwort. Hier kommt Manoah und sagt, was ist dein Name? Und es gibt so eine Entwicklung im Alten Testament, dass das so scheibchenweise kommt. Und hier sagt Gott schon einen Satz mehr und er sagt, weißt du, was ist dein Name, dass wir dich ehren, wenn dein Wort eintrifft? Und der Engel des Herrn sprach zu ihm, warum fragst du denn nach meinem Namen? Er ist ja wunderbar. Und dann steht im nächsten Vers, er handelte wunderbar. Wir machen Silvesterfreizeiten, also ist jetzt keine Werbung, sind sowieso voll. Also, und meine Tochter ist für die Deko zuständig. Und dann kam sie neulich an und hat so einen Tisch dahingestellt und hat gesagt, Papa, wir machen eine wunderbar. Ich sage, was machst du? Wir machen eine wunderbar. Ich sage, was ist denn das? Na, sagt sie, das ist ein Tisch, da liegen Zettel und ein Stift. Und jeder kann Silvester aufschreiben, welche Wunder er in diesem Jahr mit Gott gelebt hat. Und die muss er dann dahinlegen. Und das ist dann eine Bar. Und das ist die wunderbar. Ja, auf so eine Idee kommen nur Frauen. Habe ich gedacht, genial, schön, dass du Töchter hast. Also, eine wunderbar. Und daran muss ich natürlich immer denken, wenn Gott in seinem Wort sagt, was fragst du denn nach meinem Namen? Er ist ja wunderbar. Und eine wunderbar ist, das ist so ein Leben. Mein Leben ist wie so eine Bar und du gehst da vorbei und du nimmst dir oft so Sachen runter oder du legst Sachen hin und du denkst, Hammer, Hammer, ich verstehe es nicht, why me? Handelst du wirklich wunderbar? Und dann passiert etwas mit den beiden. Er handelt wunderbar oder er tat ein Wunder, denn dieses Opfer wurde aufgezehrt. Und dann steht ein Vers am Ende von Vers 19 und das lest bitte nochmal mit, diese beiden Verse. Und Manoah und seine Frau sahen zu. Und wisst ihr was? Genau dahin will Gott uns bringen, dass wir mit unseren Frauen zusehen. Und dass nicht der Mann schon wieder weg ist auf Dienstreise. Oder irgendwelche blöden Ausreden hat. Oder einfach nicht will. Oder die Bibel langweilig findet und die Gemeinde bekloppt. Sondern, dass sie sich endlich mal einig sind in ihrer geistlichen Sicht. Und dass die Frau jetzt endlich mal erleben darf, wie ihr Mann selbst anfängt, mit Gott zu reden. Und mit Gott diskutiert. Und wie dann Gott zu ihrem Mann redet und zu dem Mann sagt, weißt du was, Manoah, bring mir doch einfach ein Brandopfer da. Mach es doch einfach. Wie mag diese Frau sich gefreut haben, dass ihr Mann endlich aufwacht? Und dann berichtet Gott diesen Vers, dann stehen die beiden da und sehen zu. Und es wird noch besser, es wird noch besser. Ende von Vers 20, und Manoah und seine Frau sahen zu und sie fielen auf ihr Angesicht zur Erde. Wenn ihr als Eheleute irgendwann euch einig seid in eurem geistlichen Leben, dass ihr das miteinander teilt, dann wird es nicht lange dauern, dass ihr auf euer Angesicht fallt zur Erde und Gott anbetet. Und ich glaube, das ist das Schönste, was uns als Eheleute passieren kann, dass wir mit unseren Ehepartnern zusammen Gott anbeten, dass wir eine gemeinsame Sicht auf Gott haben und dass wir im Herzen wissen, das, was Gott mit uns tut, ist wunderbar. Wir hängen an ihm. Und wenn er uns Kinder gibt, wie in diesem Fall, wenn er uns Aufgaben gibt, wenn er uns Verantwortung überträgt, dann gehen wir an die wunderbar und sagen, Gott, ich möchte mich gerne wieder mal bei dir bedienen. Ich möchte, dass du Wunder tust. Und das Wunder ist ja schon das, dass Gott seine unbändige Kraft mit schwachen, zerbrechlichen Geschöpfen verbindet. Das ist doch ein Wunder, oder? Er bräuchte uns doch nicht, uns Würmer, auch für so eine KfG-Konferenz. Er könnte doch eigentlich alles selber machen. Und seine ewige Kraft legt er jetzt in zerbrechliche Gefäße, wie 2. Korinther 5 sagt. Und dann können wir nur Danke sagen dafür, uns herzlich bedanken. Und ich wünsche mir, dass auch diese KfG-Konferenz dazu dient, dass ihr auch mal ehrlich, wenn ihr nach Hause kommt, mit euren Frauen über eure Ehen redet. Jetzt, ich will ja überhaupt nicht überall Probleme reinproduzieren, ja? Aber vielleicht gibt es doch manches aufzuarbeiten, manches zu bereden. Und was passiert, wenn deine Frau plötzlich zu dir sagt, ey Mann, wann haben wir das letzte Mal zusammen Gott angebetet?